Willkommen hier bei Asphalt Art aus Weiterstadt, direkt aus dem Gehirn von Skoda Deutschland quasi. Und endlich ist es soweit. Ich darf für euch den nagelneuen Skoda Enyaq fahren. Wir fahren ihn heute in der Farbe Race Blue mit der Batteriekapazität 80 IV, also 77 Kilowattstunden netto. Wie sich das fährt, was er kostet, was hier alles so an Sonderausstattung drin ist und wie mir das Auto gefällt, das seht ihr dieses Mal hier bei Asphalt Art. Also viel Spaß! Weil bei der Weltpremiere so viele von euch gefragt haben, ob sich unter dieser Klappe ein Frunk versteckt, fangen wir dieses Mal ausnahmsweise nicht mit dem Schlüssel an, sondern mit der Klappe hier vorne. Und jetzt gibt es leider vielleicht für den einen oder anderen eine kleine Enttäuschung, denn hier vorne versteckt sich beim Enyaq leider kein Frunk. Ich finde das auch ein kleines bisschen schade. Ich finde, hier wird ein bisschen Platz verschenkt, aber gut, dafür gibt es einen sehr großen Kofferraum, dazu später mehr. Was man hier vorne entdecken kann, ist das ein oder andere Simply Clever Feature, wie zum Beispiel der Einfülltrichter für die Scheibenwaschanlage, dass da nichts daneben geht. Typisch Skoda, faltet sich hier so ein Trichter auf, das ist ganz praktisch. Ja, und ansonsten halt so ein bisschen Elektronik, und weil es sonst nicht so viel zu entdecken gibt, machen wir ihm die Klappe direkt, ja, komm her, wieder zu und gucken uns mal den Schlüssel zum Glück an. Der sieht so aus. Das ist der klassische aktuelle Skoda-Schlüssel, alles in Hochglanz-Optik. Hinten das Skoda-Emblem, auch alles Hochglanz. Das sieht wirklich sehr schick aus und dieser Schlüssel gleitet wirklich super in die Hosentasche. Aber diese Hochglanz-Optik, ich bin mir nicht so sicher. Ich sehe jetzt schon hier überall so kleine Mikrokratzer drauf. Also, schönes Design, aber ich glaube, so schön wird er nicht lange bleiben. Nun gut, gucken wir uns das Design hier an der Front an. Und wir fangen an, wie immer, an den Lichtern. Das, was bei uns ausgestattet ist, ist die höchste Ausstattungsvariante, nämlich das Skoda Crystal Lighting. Das bedeutet Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer, die den Gegenverkehr und auch den mitfahrenden Verkehr ausblenden. Ihr könnt also immer mit Fernlicht fahren und auch Verkehrszeichen werden abgedimmt. Eine Etage weiter unten, ein Lufteinlass, der ist auch komplett echt. Der führt die Luft hier von der Front ab und dann aerodynamisch optimiert an unserer 20 Zoll Felge, die ich euch gleich auf der Seite zeige, vorbei. Und wenn ihr euch diese gesamte Front mal anguckt, das sieht alles sehr zerklüftet aus, alles sehr dreidimensional, überall Kanten. Das ist nicht nur dem Design geschuldet, sondern tatsächlich auch der Aerodynamik. Hier hinter verstecken sich zum Beispiel Lamellen, die sich nach Bedarf öffnen und schließen können, je nachdem, wie viel Kühlwirkung das Auto braucht. Und wenn es keine Kühlwirkung braucht, werden die Lamellen zugefahren, so dass der Luftwiderstand möglichst gering bleibt. Denn der Enyaq, obwohl er so groß und klotzig aussieht, hat den gleichen Luftwiderstand wie ein Skoda Octavia. Und zwar nicht einfach nur den gleichen CW-Wert, sondern tatsächlich Luftwiderstand. Denn der errechnet sich aus CW-Wert plus Stirnfläche des Fahrzeuges, und da ist er genauso gut wie ein Octavia. Das ist echt cool. Hier vorne der Grill ist bei uns jetzt schwarz gehalten. So finde ich das ehrlich gesagt am schönsten. Es gibt den Grill auch noch im sogenannten Crystal Face. Ich muss sagen, ich finde den Namen, ja, nicht ganz so gelungen. Ich denke da irgendwie an was anderes. Crystal Face bedeutet dann, dass diese ganzen Rippen hier im Kühlergrill mit über 150 LEDs, sind es glaube ich, beleuchtet sind. Das sieht sehr schick aus. Mein Ding wäre es nicht. Schreibt mir super gerne mal in die Kommentare, ob euch das gefallen würde. Hier am Grill findet man dann auch eine der vier Kameras für die 360 Grad Rundumansicht im Enyaq. Und dann der geflügelte Pfeil auf schwarzem Grund und diese Motorhaube. Die ist was Besonderes, denn die zieht sich hier in der Mitte mit zwei wirklich harten Falzen so nach hinten hoch. Ich finde das sehr schön. Ganz im Allgemeinen, wie eben schon gesagt, überall diese Kanten und Sicken und Falzungen. Mir gefällt das sehr gut. Euch auch? Der neue Skoda Enyaq ist 4,65 Meter lang. Er ist ohne Außenspiegel 1,88 Meter breit und er ist vom Boden bis zur Dachkante 1,62 Meter hoch und kostet Basis, so wie er hier steht, also mit der Ausstattungslinie Suite und dem Designpaket Schwarz, rund 46.000 Euro. Was dieses Auto jetzt ganz exakt kostet, dazu kann ich euch einfach noch keine wirklich validen Aussagen geben, denn ihr seht es am Kennzeichen, es ist ein tschechisches Fahrzeug. Ich kann euch an der Stelle also nur empfehlen,
guckt sehr gerne mal in den Konfigurator, spielt ein bisschen rum, konfiguriert euch euren Wunsch-ENIAC zusammen und dann bekommt ihr einen Preis. Beziehungsweise, wenn ihr Interesse habt, geht gerne mal zum Händler und diskutiert das mit dem aus, denn da gibt es meistens auch noch ein bisschen Rabatt. Eine Sache ist noch wichtig auf der Seite, und zwar die Länge, die 4,65 Meter. Damit ist der Skoda ENIAC, so wie er hier steht, ein Ticken kürzer als ein aktueller Skoda Octavia Kombi. Und warum sage ich das? Das sage ich deshalb, er ist kürzer als ein Octavia Kombi, hat aber im Innenraum genauso viel Platz wie ein Skoda Kodiaq, also das größte SUV. Das gucken wir uns gleich noch an. Das liegt daran, dass hier aufgrund dessen, dass das ein Elektroauto ist, einfach der Platz innen im Verhältnis zur Karosseriegröße optimal genutzt werden kann. Auf der Seite geht es jetzt wie immer los mit den Felgen. Hier sind drauf 20 Zoll Vega. Es gibt den ENIAC mit bis zu 21 Zoll Felgen, damit also die größten Felgen überhaupt auf einem Skoda. Sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. Alle Felgen, die es für den ENIAC gibt, egal welche ihr da nehmt, sind aerodynamisch optimiert. Der IV80, also der hier, kommt auch immer standardmäßig auf Alufelgen. Das einzige Modell, was man, wenn man möchte, mit Stahlfelgen bekommen kann, ist der kleinste, der ENIAC IV50. Dahinter haben wir dann hier so einen Fake-Luftauslass. Das ist natürlich kein echter, ist in unserem Fall in schwarz gehalten, weil wir das Designpaket schwarz haben. Es gibt den ENIAC auch noch in einer Founders Edition. Da steht hier dann auch nochmal Founders Edition. Weiter geht es mit den Außenspiegeln. In unserem Fall in Wagenfarbe gehalten, Race Blue. Und hier hat sich Skoda ganz bewusst dafür entschieden, keine digitalen Außenspiegel zu machen. Ich finde die Entscheidung sehr gut. Das ist halt einfach nur Technik, die anfällig ist. Und Skoda will bei dem Auto so ein Gleichgewicht finden aus technischer Ausstattung und Preis für den Endkunden. Und bei 46.000 Euro war es halt nicht drin, einen digitalen Außenspiegel zu machen. Ich finde das aber auch nicht schlimm. Man sieht hier super gut. Darunter einen der vier Kameras für die 360-Grad-Rundumansicht. Wir haben hier vorne Keyless Entry und Keyless Close. Und das Gleiche haben wir auch hinten, so wie man das bei Skoda gewohnt ist. Finde ich sehr schön. Unsere hinteren Scheiben sind getönt. Ich finde, gerade im Kontrast zu diesem Race Blau sieht das sehr, sehr cool aus. Was ich mir jetzt noch wünschen würde, wäre, dass diese Einrahmungen der Fensterlinie, genauso wie die Dachreling hier, wenn die auch noch in schwarz wäre, das wäre noch so dieser letzte Ticken Knackigkeit, den ich hier noch cooler fände. Denn immerhin ist ja die B-Säule auch in Hochglanz schwarz gehalten. Es gibt noch eine Besonderheit, bevor wir ans Heck kommen, nämlich, von der Seite seht ihr es besser, dieser Heckspoiler, der sich hier rauszieht. Und das ist der größte Heckspoiler, den es jemals an einem Skoda-Modell gegeben hat. Und das ist nicht einfach nur Optik, sondern, ich habe es gerade an der Front schon gesagt, beim ENIAC hat Skoda unglaublich viel Wert darauf gelegt, hier eine gute Aerodynamik hinzulegen. Und wie es der Ingenieur bei Skoda vorhin in der Pressekonferenz so schön gesagt hat, Aerodynamik, die holst du am Heck. Und da braucht es halt hier wirklich perfekte Abrisskanten, damit sich die Luft verwirbelt. Und es geht sogar so weit, dass an den Fenstergummis vorne auf Fahrer- und Beifahrerseite im Gummi so kleine Strukturen eingearbeitet sind, damit, wenn es regnet, sich der Regen da abreißt und nicht entlang perlt, sodass man halt wirklich absolut perfekte Aerodynamik hat. Denn es geht hier um jeden Kilometer Reichweite. Und ich finde es cool, dass sich Skoda da so viel Mühe gibt. Am Heck vom ENIAC erwartet uns dann natürlich der Kofferraum. Wenn ich ihm die Klappe aufmache und alle Sitze aufgestellt sind, kommen hier 585 Liter Ladevolumen zum Vorschein. Wenn ich die Sitze umklappe, was übrigens im Verhältnis 60 zu 40 per Fernentriegelung funktioniert, dann werden es 1710 Liter Kofferraumvolumen. Und das, was ihr jetzt seht, der Ladeboden ist ziemlich eben, steigt aber doch relativ steil an, also es ist nicht ganz flach. Und das liegt daran, ich habe jetzt hier den doppelten Ladeboden nach oben versetzt, den kann ich auch noch eine Etage weiter nach unten versetzen. Dann habe ich da eine Kante, wenn ich die Rücksitzbank umklappe. Ich habe hier hinten außerdem einen 12-Volt-Anschluss und natürlich auch die Möglichkeit, die Anhängerkupplung auszufahren. Zack. Dann habe ich hier 75 Kilo Stützlast und standardmäßig 1000 Kilo gebremste Anhängelast. Für den Skoda Octavia RS IV kann ich mir dann auch noch eine höhere Auflastung bestellen. Der kann dann 1200 Kilo ziehen bei 12 oder 14% Steigung. Die Anhängerfahrer unter euch wissen jetzt, was ich meine. Und bei der geringeren Steigrate 1400 Kilo. Mit dem hier 1000 Kilo. Ja, die kann ich ihm natürlich auch wieder wegklappen. Zack.
Ja, hat geklappt. Sehr gut. Beim ersten Versuch. Oft klappt das nämlich nicht. Aufstellen kann ich die Sitze natürlich dann nicht elektrisch. Das muss ich von Hand machen. Aber gut, kann ich mitleben. Was ich hier hinten ein bisschen vermisse, das ist eine 220 Volt Steckdose. Das hat Alex auch gerade gesagt. Der hat in den Kofferraum geguckt und hat gesagt, wo ist denn hier die Skoda-typische Steckdose? Was aber hier dazugekommen ist an Simply Clever Features, das ist der typische Skoda-Eiskratzer, ja, ich zeige euch den natürlich auch mal von nahem, der war bisher immer im Tankdeckel. Das geht aber jetzt nicht mehr, denn, das ist auch ein sehr gutes Stichwort, bevor es hier hinten weitergeht, den zeige ich euch direkt, den Tankdeckel. Wenn ich da rangehe, der ist auf der rechten Seite, und ich hänge das Auto an den Strom, dann steht ja dieser Deckel hier offen. Das heißt, böse Langfinger könnten meinen schönen Skoda-Eiskratzer klauen und dann ist er weg. Zum Laden kommen wir später noch. Wir gucken uns erstmal das Heck weiter an. Ja, und deshalb sitzt halt der Eiskratzer jetzt in der Heckklappe. Ansonsten haben wir hier hinten am ENIAC, was die Lichter angeht, voll LED-Technologie. Die Lichter sind super flach. Mir gefällt es ganz gut. Ich muss sagen, mir gefällt das Heck vom ENIAC etwas besser als die Front. Alex, der für euch hinter der Kamera steht, dem geht es genau andersrum. Dem gefällt die Front ein bisschen besser als das Heck. Wie geht's euch? Schreibt es jetzt sehr gerne mal in die Kommentare. Unsere Heckscheibe ist getönt, genauso wie unsere hinteren Seitenscheiben. Mittig gibt es nochmal den großen Skoda-Schriftzug. Eine Etage weiter unten haben wir die Rückfahrkamera, die sich leider nicht hinter einer Klappe versteckt, aber dafür wenigstens eine Reinigungsdüse hat. Und dann haben wir hinten die Heckpartie mit Abschluss, natürlich ohne jegliche Fake-Blenden. Wir fahren ja auch ein Elektroauto und mit einem tatsächlich richtig funktionalen Diffusor, der sehr weit rausgezogen ist, der sich von dem komplett geschlossenen Unterboden hier hochzieht. Und auch das ist nochmal ein Designelement, was hier die Aerodynamik am ENIAC verbessert. Bevor wir jetzt zusammen dort vorne hinter das Lenkrad springen, gucken wir uns natürlich auch nochmal die Rücksitzbank an. Und hier spielt der ENIAC jetzt seinen Vorteil als Elektroauto aus. Denn, ich habe es am Exterieur schon gesagt, das Auto ist von den Außenabmessungen kürzer als ein aktueller Octavia Kombi, hat aber im Innenraum genauso viel Platz wie ein aktueller Kodiaq. Und das kann ich euch jetzt auch bestätigen. Der Fahrersitz ist eingestellt auf meine Körpergröße. Ich bin 1,84 Meter groß und der Fahrersitz ist wirklich auf eine gemütliche Fahrposition eingestellt. Trotzdem, ihr seht das hier, ich habe noch wirklich gut Platz vom Knie bis zum Sitz hinten. Der Sitz ist auf der tiefsten Einstellung, der Fahrersitz, und trotzdem bekomme ich meine Füße hier noch drunter. Ich sitze hier hinten auch wirklich sehr, sehr angenehm. Ich kann es mir richtig gut vorstellen, lange Strecken auf der Rücksitzbank zu verbringen. Ich habe auch total ausreichend Kopffreiheit und das, obwohl wir hier ein großes Panoramaschiebedach drin haben. Eine Sache finde ich ein bisschen schade bei dem Panoramadach, nämlich, dass das hier so kurz vor meinem Sichtfeld endet. Richtig schön wäre es ja gewesen, wenn das so bis hier hinten weitergegangen wäre, so dass ich auf der Rücksitzbank auch noch ein bisschen was davon habe. Aber gut, schön sieht es natürlich trotzdem aus. Ich habe hier hinten, das seht ihr gerade, Sonnenrollos, die sich in den Türen verstecken. Das finde ich sehr praktisch. Natürlich elektrische Fensterheber in die Türtaschen passen, sowohl vorne als auch hinten. Da ist Skoda so ein bisschen stolz drauf. 1,5 Liter Flaschen rein, das ist auch eine sehr angenehme Sache auf langen Strecken. Ich habe hier vorne nochmal so ein kleines Simply Clever Feature. Ich kann hier in eine kleine Tasche mein Handy reinstecken, so dass das nicht in der großen Tasche hinterm Sitz runterrutscht und verschwindet. Da komme ich dann trotzdem noch ran. Alternativ kann ich sie natürlich auch einspannen, typisch Skoda, und kann da auf dem Tablet oder auf dem Telefon einen Film gucken. Hier hinten habe ich in unserem Fall außerdem eine dritte Klimazone, die ich mir auch einstellen kann von hier hinten. Ich habe sowohl links als auch rechts eine Sitzheizung. Eine Etage tiefer gibt es nochmal zwei USB-C-Anschlüsse und das finde ich so cool immer bei Skoda. Im Kofferraum fehlt er zwar, aber auf der Rücksitzbank habe ich ihn, einen richtigen Schuko-Stecker, also so einen runden, nicht so ein flaches Teil. Sehr, sehr cool, da kann ich also hier hinten auch mal einen Laptop anschließen oder eine Kühltruhe und kann hier drin arbeiten oder mir Getränke kühlen. Ich habe natürlich außerdem links und rechts Isofix und in der Mitte eine Mittelarmlehne. In dieser Mittelarmlehne verstecken sich auch nochmal Becherhalter. Und die Mittelarmlehne ist auch so großzügig ausgeformt, dass ich hier mit zwei Ellenbogen genug Platz habe. Und ich habe eine Skidurchreiche und kann dann, wenn es sein muss, natürlich, dass sie auch runterklappen und mir aus dem Kofferraum einen Smoothie ziehen. Sehr, sehr praktisch. So, und da lässt sich doch ziemlich lange hier hinten drin aushalten und ich habe fast schon Bock, mal eine längere Strecke hinten im ENIAC zu fahren. Der allgemeine Eindruck hier im Innenraum vom Skoda ENIAC, das habe ich damals schon bei der Weltpremiere in Prag gesagt,
ist echt wohnzimmermäßig. Ich fühle mich einfach total angenehm aufgehoben hier drin. Es gibt für den ENIAC jetzt auch neue Ausstattungslinien. Es wird also alles ein bisschen einfacher beim Konfigurieren. Wir fahren hier in der Ausstattungslinie Sweet Black. Und ich fühle mich ja auch wie in so einer kleinen Suite. Ich sitze hier auf Ledersitzen. Die sehen in meinen Augen jedenfalls nicht nur richtig gut aus, sondern die fühlen sich auch wirklich richtig bequem an. Sie haben einen schönen Seitenhalt. Wer auf Tierprodukte verzichten möchte, der bekommt mit der Ausstattungslinie Eco Suite hier für den ENIAC auch einen fast tierfreien Raum. Da sind die Sitze dann aus alten PET-Flaschen, die geschreddert werden, und daraus wird dann werden die Sitzbezüge gemacht. Und das Innenleben, das Innenfutter der Sitze ist dann aus nachhaltig angebauter Baumwolle. Leider ist das Lenkrad dann immer noch aus Leder, aber bei Skoda hat mir ein Verantwortlicher geflüstert, dass sich im Laufe der nächsten Monate das auch noch ändern soll, so dass ihr dann wirklich einen vollständig tierfreien Innenraum bestellen könnt. Ansonsten ist die Übersicht hier im ENIAC für mich jedenfalls sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass wir riesengroße Fensterflächen haben, obwohl die Windschutzscheibe wirklich super steil steht, um einfach noch einen geringeren Luftwiderstand zu erreichen, obwohl das Auto so groß ist. Das Auto wirkt übersichtlich, weil es einfach vorne so kurz ist, die Motorhaube sehr kurz ist und hinten das Heck auch einfach wie mit so einem Beil abgehackt gerade runter geht. Das Einzige, was man echt merkt, die Straße hier ist gerade relativ schmal. Der ENIAC ist trotzdem wirklich ein großes Auto. Er ist auch sehr breit. Also das sollte einem bewusst sein. Er ist trotzdem aber noch nicht so riesig, dass ich jetzt Angst hätte, damit irgendwie durch eine Innenstadt zu fahren. Nicht wundern, ich habe für euch noch mal kurz angehalten. Wir sind jetzt erst ein ganz kleines Stück gefahren. Ich habe jetzt gerade unsere Fahrdaten auf 0 gesetzt. Unser Akku ist nahezu voll. Restreichweite sagt der ENIAC jetzt noch 332 Kilometer. Und ich bin gespannt, wie das dann nachher aussieht, wie sich angezeigte Restreichweite und Kilometer, die wir jetzt dann zusammen fahren, so zueinander verhalten. Wir rollen jetzt gerade an eine Kreuzung ran und da merkt ihr schon, der ENIAC bremst runter, und zwar tut er das nicht, weil ich auf der Bremse stehe, sondern weil ich mir die Rekuperation auf die stärkste Stufe gestellt habe. Das kann ich machen über die Schaltwippen hinter dem Lenkrad. Ich habe hier links und rechts so Schaltwippen aus, naja, aus so Hartplastik. So richtig hochwertig fühlen sie sich nicht an, aber gut, ich benutze sie ja hier auch nicht, um zu schalten. Dankeschön, hier hat mich gerade jemand vor einem Blitzer gewarnt, aber wir halten uns natürlich zusammen eh immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da kann ich jedenfalls die Rekuperation einstellen, wenn ich links ziehe, so als würde ich in Gang runterschalten, wird die Rekuperation stärker, und wenn ich rechts ziehe, dann wird sie schwächer. Und wenn ich sie wirklich auf die schwächste Stufe stelle und jetzt aus dem Gas gehe, dann segelt der ENIAC auch wirklich dahin, so als würde ein Verbrenner auskuppeln und rollt sehr, sehr lange. Dankeschön, hier wurde ich wieder auf den Blitzer hingewiesen, das ist wirklich sehr nett hier. Und rollt wirklich sehr, sehr lange, und so kann man sich aussuchen, wie man fahren möchte. Eins solltet ihr aber wissen, so ein richtiges One-Pedal-Driving wie in manch anderen Elektroautos ist im ENIAC nicht ganz möglich, denn die Rekuperation ist nicht so extrem stark. Ich stelle die jetzt mal auf die stärkste Stufe, wir fahren 45 und ich gehe jetzt aus dem Gas. Und da sind die 35. Also er verzögert schon sehr merklich, aber nicht so intensiv wie zum Beispiel ein Tesla oder ein BMW i3. Von der Rekuperation nochmal zurück zum Innenraum. Ich habe hier in der Hand das Standard Skoda Lenkrad. Ich finde das ehrlich gesagt ganz angenehm, dass Skoda hier gesagt hat, ja, auch der ENIAC, auch wenn das so unser eher futuristisches Elektroauto ist, bekommt physische Knöpfe auf dem Multifunktionslenkrad. Die bedienen sich nämlich richtig gut. Es sieht trotzdem modern aus. Ich habe hinter dem Lenkrad ein sehr, sehr kleines, niedliches Display, aber Skoda sagt, so ein Elektroauto braucht einfach nicht so viele Anzeigen wie ein Verbrenner. Ich brauche keine Drehzahl, ich sehe hier eine Geschwindigkeit und meine Assistenzsysteme. Und darüber habe ich dann das neue Head-Up-Display. Und das ist wirklich was Besonderes, denn dieses Head-Up-Display kann Augmented Reality. Was heißt das? Ich sehe hier im Head-Up-Display nicht nur meine Geschwindigkeit und das, was ich fahren darf, und Navi-Anweisungen, sondern in mein echtes Sichtfeld, was ich sehe, werden mir hier zusätzlich noch Informationen eingeblendet. Sowas wie zum Beispiel, ich fahre durch eine Baustelle, die Baustellenspur ist relativ eng, und da, wo ich mit meinem bloßen Auge auf der Straße die orangenen Baustellenlinien sehe, blendet mir dieses Head-Up-Display dann eine Visualisierung ein. So breit ist dein Auto, die Spur reicht also, oder, hey, Achtung, die Spur ist eigentlich ein bisschen zu eng. Das ist wirklich ungewohnt am Anfang. Das ist aber auch wirklich sehr, sehr cool. Diese Technik hat aber einen
ich will es nicht unbedingt Nachteil nennen, aber das sollte man wissen. Wenn ihr so ein Auto mal Probe fahrt, das gibt es zum Beispiel auch im VW ID.4, dieses Head-Up-Display, dann müsst ihr euch das wirklich sehr genau auf eure Sitzposition einstellen. Denn es reicht schon eine relativ geringe Abweichung von eurer eingestellten Sitzposition. Und diese AR-Einblendungen sind nicht mehr so perfekt, wie sie eigentlich sein sollten. Deshalb Sitz sehr gut einstellen und hier im System vor allem dann auch das Head-Up-Display wirklich auf die eigenen Bedürfnisse einstellen. Nur dann funktioniert es richtig gut. Begleitet wird dieses kleine süße Display und das Augmented Reality Head-Up Display hier vom größten Screen, den es jemals bei Skoda gab. Nämlich diesem freistehenden 13 Zoll Multitouch Display. Darauf kann ich fast alles steuern, was es hier in dem Auto zu steuern gibt. Das ist ein kompletter Multitouch Screen. Das heißt, ich wische mich hier durch, kann da auch mit zwei Fingern auf der Karte zoomen zum Beispiel. Was ich sehr schön finde, ist, dass Skoda trotzdem gesagt hat, obwohl sie diesen riesen Screen hingestellt haben, wir lassen für die wichtigsten Funktionen hier unten in der Mittelkonsole noch ein paar physische Tasten, sowas wie Fahrmodus-Schalter. Wandlinganlage ist klar. Schnellwahltaste für die Klimabedienung oder eben zum Beispiel auch die Klimatisierung der Scheiben. Das finde ich super angenehm und das bedient sich beim Fahren einfach schön, wenn ich da einen physischen Knopf habe und das sieht trotzdem nicht irgendwie altmodisch aus. Es ist schön integriert. Vielen Dank Skoda, dass ihr das so handhabt. Darunter dann der riesen Mitteltunnel, der aber eigentlich kein Mitteltunnel ist. Und hier kommt wieder das zum Tragen, was ich vorhin schon gesagt habe. Man versucht hier im ENIAC, dadurch, dass es ein Elektroauto ist, diesen Umstand möglichst gut auszunutzen und dem Fahrer und den Beifahrern viel Platz zu bieten. Ich habe hier unfassbar viele Ablagemöglichkeiten in diesem Auto. Es sind ganze 43 Liter Stauraum, die sich über die verschiedenen Ablagemöglichkeiten ergeben. In allen Türen, hinten habt ihr das gesehen, passt eine 1,5 Liter Flasche rein. Ich habe hier vorne zwei Becherhalter. Ich habe zwei Ablagefächer für Handys, wovon eins ein QI-Ladepad ist, das zweite ist keins. Da kann man das Handy also einfach so reinlegen. Eins ist wichtig zu wissen, ich habe ein iPhone 12 Pro Max, das ist ein ziemlich großes Handy und das passt nur ohne Schutzhülle so eben in dieses QI-Ladepad. Darunter ist dann nochmal ein großes Ablagefeld, dann habe ich hier nochmal so eine große Wanne, wo ich was reintun kann. In der Mittelkonsole, die ist unheimlich tief, da passt eine 1,5, fast eine 1 Liter Flasche aufrecht stehend rein. Da ist nochmal ein Trenner drin, wo ich noch kleinere Sachen reintun kann. Also Ablagemöglichkeiten sind hier wirklich in Hülle und Fülle vorhanden. Neben den ganzen Ablagemöglichkeiten und den wirklich tollen Sitzen, die übrigens selbstverständlich auch voll elektrisch einstellbar sind, samt dreifacher Memory-Funktion, bietet der ENIAC für das Thema Komfort natürlich auch noch ein paar Assistenzsysteme. Wir haben einen Querverkehrsassistent auf Kreuzungen. Der ENIAC parkt teilautonom ein und aus. Wir haben natürlich einen aktiven Totwinkelassistent. Eine coole Sache, wenn ich in der Stadt in die Parklücke eingeparkt habe und meine Tür aufmachen will und von hinten kommt ein Auto oder ein Fahrradfahrer angefahren, piept der ENIAC nicht nur, sondern mit Hilfe der Ambientebeleuchtung leuchtet dann hier die ganze Tür rot und blinkt und sagt mir sofort, Achtung! Hier kommt ein Hindernis, bitte die Tür jetzt nicht weiter aufreißen. Außerdem haben wir natürlich einen abstandsgeregelten Tempomat. Wir haben hier auch einen prädiktiven Tempomat, denn der ENIAC hat den großen Travel Assist aus dem Volkswagen-Konzern bekommen, wie zum Beispiel auch im VW Passat. Das heißt, ich drücke auf einen Knopf, damit sind alle Systeme scharf und der ENIAC macht sein Ding und der Fahrer wird entlastet. Funktioniert alles ziemlich gut. Das Auto wird auch schön präzise in der Spur gehalten. Das gefällt mir. Fehlt natürlich noch die Disziplin Autobahn. Und genau da sind wir jetzt gerade angekommen. Wir befinden uns auf der Auffahrt. Und Skoda hat gesagt, sie sind besonders stolz darauf, dass der ENIAC ein sehr leises Auto auch auf der Langstrecke ist. Und das probieren wir natürlich aus. Und bevor wir das ausprobieren, gebe ich hier mal Gas aus 70, Kickdown auf die Autobahn 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40. Soll auch erstmal reichen. Und ich muss sagen, ich muss Skoda recht geben. Wir fahren jetzt 140 km/h und ich finde es wirklich sehr angenehm leise hier drin. Ich würde sagen, das Geräuschniveau hier drin ist fast schon auf dem gleichen Niveau wie in der aktuellen Mercedes E-Klasse, die ich bis vor kurzem noch privat als Testwagen gefahren bin. Das ist nicht schlecht. Ihr habt gerade gesehen, ich habe durchbeschleunigt. So richtig mega schnell ist das nicht, das hatte ich vorhin ja schon gesagt, aber es reicht. Ich fühle mich nicht untermotorisiert und was zu wissen ist,
Bei 160 ist dann auch schon wieder Schluss mit dem Vortrieb, zumindest bei allen normalen ENIAC-Modellen. Einzige Ausnahme bildet da der RS. Der wird dann eine Höchstgeschwindigkeit von 180 haben. Jetzt fehlt natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt hier beim Elektroauto. Nicht nur die Reichweite, sondern auch das Auffüllen der Reichweite. Und wie es der Zufall will, haben wir vor uns eine Abfahrt. Da gibt es eine 150 kW Schnellladesäule und genau da werden wir zusammen hinfahren. Und dann stöpseln wir den ENIAC einfach mal an und ich erzähle euch noch ein bisschen was zur Ladetechnik. Angekommen an der Ladesäule, standardmäßig lädt der ENIAC iV selbst als 80er, so wie wir ihn jetzt fahren, nur mit 50 kW. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Skoda, das finde ich ganz schön frech. Wir haben hier natürlich einen CCS-Anschluss, also diesen doppelten Anschluss, stehen hier an der Ladesäule und ich zücke jetzt meine Skoda Powerpass-Karte, dazu erzähle ich euch jetzt gleich noch was, halte hier dran, authentifiziere mich und wähle aus, welchen ich jetzt hier laden will. Dann fließt der Strom und gegen 500 Euro Aufpreis lädt der ENIAC dann nicht mehr mit 50 kW, sondern mit 125 kW, was dann eigentlich einigermaßen akzeptabel ist, denn damit schafft er es von 5% auf 80% in ungefähr 38 Minuten. Jetzt zum Skoda Powerpass. Das ist eine ganz interessante Sache. Das ist quasi der Skoda-eigene Ladeservice, so dass ihr euch nicht bei allen möglichen Ladesäulenbetreibern irgendwelche Verträge machen müsst. Ihr habt dann so eine Karte, damit könnt ihr euch verifizieren. Die haltet ihr einfach an die Ladesäulen, damit schaltet ihr die frei und das Laden geht sofort los. Und das Schöne ist, wenn ihr den großen Powerpass nehmt, den ihr bekommt, wenn ihr hier die 125 kW Ladeleistung freischaltet, dann bekommt ihr bei IONITY für das erste Jahr den teuersten Tarif gratis. Der würde sonst 23 Euro im Monat kosten und mit diesem Tarif zahlt ihr für die Kilowattstunde am Hypercharger dann europaweit nur 30 Cent. Das ist eine ganz interessante Sache. Dennoch finde ich es, wie gesagt, ehrlich gesagt, echt frech, dass das Auto standardmäßig mit 50 kW lädt und ich 500 Euro bezahlen muss, damit ich das aufrüsten kann. An der Stelle aber noch ganz interessant, selbst wenn ihr das vergessen solltet, anzukreuzen in der Konfiguration, lässt sich die Ladeleistung auch noch im Nachhinein on demand per Software-Update anheben. Dazu müsst ihr einfach nur zu einem Skoda-Händler fahren. Und das ist auch ein gutes letztes Stichwort hier an der Ladesäule, on demand. Für den ENIAC soll es zukünftig immer wieder over-the-air Fahrzeug-Updates geben. Und zwar nicht irgendwie nur so Navi-Karten-Updates, sondern wirklich Updates, die Funktionen in dem Auto verbessern oder freischalten. Und so könnt ihr euch manche Funktionen zum Beispiel auch erst im Nachhinein dazu kaufen, die ihr euch beim Kauf des Autos vielleicht noch nicht von Anfang an mit reinkonfiguriert habt. Das ist eine sehr interessante Sache. Wir lassen jetzt hier noch schön den Saft in den ENIAC reinlaufen und dann suchen wir uns mal noch ein bisschen einen schöneren Ort für ein Fazit. Skoda gibt den neuen ENIAC 80 iV, also die Batteriegröße hier, offiziell mit über 500 Kilometern Reichweite laut WLTP-Zyklus an. Und jetzt zum Schluss bin ich euch natürlich noch die Info schuldig, wie viel hat er denn nun verbraucht? Wir haben vorhin zusammen den Kilometerzähler auf 0 gesetzt, da hat der ENIAC noch 232 Kilometer Restreichweite angezeigt. Jetzt sagt er noch 293 und gefahren sind wir seit dem Zurücksetzen 45 Kilometer. Macht also 338 Kilometer rein rechnerisch und das, Achtung, unter Drehbedingungen. Und das sage ich deshalb so deutlich, weil Drehbedingungen heißt, das Auto steht ständig mit voll laufenden Systemen irgendwo rum und verbraucht Strom und rechnet deshalb selbst mit einem Verbrauch von deutlich über 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das bedeutet, um das jetzt mal ganz einfach zu sagen, im Alltag werdet ihr immer, ohne dass ihr euch irgendwie Mühe geben müsst, safe über 400 Kilometer weit kommen. Und das finde ich schon eine sehr, sehr coole Sache. Ganz im Allgemeinen hat mir der Tag echt viel Spaß gemacht mit dem ENIAC. 46.000 Euro hier mit dieser Ausstattungslinie, die ihr bei uns gesehen habt, bleibt noch eine Sache, die mich damals ein bisschen gestört hat, als ich ihn euch in Prag gezeigt habe bei der Weltpremiere. Und zwar die Form. Ich finde den ENIAC designtechnisch an sich eigentlich schön. Ich habe mir aber damals schon gedacht, ach Mensch, Skoda, warum denn schon wieder ein elektrisches SUV? Wir wünschen uns doch eigentlich alle sowas wie einen elektrischen Kombi. Nach diesem Tag muss ich euch heute aber sagen, ja, die Außenhülle vom ENIAC mag optisch vielleicht in Richtung SUV gehen, aber eigentlich ist er keins, sondern Skoda hat hier diesen modularen Elektrobaukasten aus dem VAG-Konzern genommen und eben eine Außenhülle designt, die Platz über Batterie bietet und vor allem Platz innen ohne Ende. Und dabei kommt halt sowas raus. Ist halt ein bisschen
kastig und von der Form in Richtung SUV, aber eigentlich ist der ENIAC für mich kein SUV. Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wäre so ein Auto was für euch? Ist das vielleicht euer Einstieg in die Elektromobilität? Ist ja auch vom Preis her unter dem ID.4 zum Beispiel angesiedelt. Oder sagt ihr, nein, 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 das ist überhaupt nicht meins. Ich fahre lieber, keine Ahnung, ein Octavia S. Dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt sehr gerne auf den Daumen nach oben. Und wenn ihr Lust habt, abonniert den Kanal, denn dann verpasst ihr auch die kommenden Videos nicht. Vielen Dank fürs freundliche Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!